Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, Niki Fellner hat mir den Ball zugespielt fürs nächste Interview und ich gebe den Ball auch gleich wieder ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist heute hier bei uns zu Gast, Mr. Beachvolleyball Hannes Jagerhofer. Vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Es ist ja schon einiges los gewesen. Gestern haben die Qualifikationen gestartet und heute ist auch schon ziemlich viel auf der Donauinsel passiert. Wollen Sie kurz mal zusammenfassen, was alles war? Na, heute geht es bei den Damen schon richtig ins Eingemachte. Wir sind einen Tag früher fertig als die Burschen, nämlich am Samstag. Und unser österreichisches Team, unser quasi Nummer 4, die haben sogar einen Satz gewonnen gegen die Kanadierinnen, gegen die Weltmeister, gegen die Amtierenden, die vor 3 Wochen in Hamburg Weltmeister geworden sind. Also man merkt, es fühlt sich, es wurzeln schon die Leute herum, die Aufregung ist schon da und wir sind alle schon ein bisschen nervös. Dass viele Leute kommen, liegt ja auch daran, dass ihr extrem großzügig seid. Also wer euch da die große Profitgier vorwirft, der fährt ziemlich ein, weil wie viel kosten die Karten? Ja, Eintritt ist frei. Also wir legen nur ein kleines Kontingent auf für Leute, die aus dem Ausland kommen. Weil doch mehr Leute gern rein wollen als reingehen, obwohl wir 8000 Leute Kapazität haben. Und aber der Rest ist frei. Das heißt, man kann mit der ganzen Familie hingehen, kann einen netten Tag da verbringen. Wir bauen ja auch irrsinnig viele Attraktionen in der Trade Village, wie wir sie nennen, auf. Also der Ninja-Kurs, wo man da wirklich mit seinen Körper testen kann und bis ans Limit gehen kann. Und alles Mögliche von Rotationsschaukeln. Also es ist für die Familie, ist für jeden was dabei. Und dann halt der Center Court. Aber was wirklich spannend ist, sind die Side Courts, weil das man ganz nah bei den Spielern und da so nah bist nie wieder und das macht Spaß zuzusehen. Okay, und die Spieler sind dann auch wirklich zugänglich? Kann ich da auch, habe ich die Chance, dass ich den einen oder anderen kennenlerne? Wenn mir so ein knackiger Spieler gefällt, kann ich da als Mädel irgendwann sagen, hey, Autogramm hätte ich gern. Geht sich das aus? Während dem Spiel, wenn sie nicht ansprechbar sind, nach dem Spiel, wenn sie gewonnen haben, sind sie meistens sehr zugänglich. Also man kann es einfach nur probieren, hingehen und versuchen. Ja. Es ist ja auch immer eine ganz große Diskussion gewesen, warum nicht mehr Kärnten, warum jetzt auf der Donauinsel? Mittlerweile ist es nicht mehr das erste Mal, sondern bereits schon zum dritten Mal, wo es auf der Donauinsel stattfindet. Sind Sie zufrieden mit der Donauinsel? Hat sich viel verändert im Vergleich zum Wörthersee? Also Wien und Kärnten sind zwar völlige verschiedene Paar Schuhe, wie man es gerne nennt. In Kärnten hast du den Wörthersee, du hast die Wipsi mit dem Motorboot angereist, du hast eine sehr eingeschränkte Fläche. In Wien haben wir doch fast 50.000 Quadratmeter, die wir verbauen. Das ist alles, ich sage, Wien ist alles mal drei. Die Menge der Leute, die Fläche, die wir zur Verfügung haben und dann auch natürlich das ganze Medienecho. Aber man kann wie mit Klagenfurt nicht vergleichen. Also wenn, man muss sagen, beides ist das, wo es war, sicher jeweils der beste Standort auf der Welt gewesen. Und wir sind sehr froh, dass wir da sind. Die Stadt hat uns sehr gerne hier aufgenommen und ich glaube, das ist wichtig, wenn du merkst, die Politik steht zu 100% hinter dir, dann gibt es ja da keine Spielereien und dann macht es einfach Spaß zu arbeiten und dann Erfolg zu produzieren und dann schauen, wie geht's weiter. Ich wage immer zu behaupten, wenn es Sie nicht gäbe und Ihr Beachvolleyball nicht gäbe, würde kein Mensch in Österreich Beachvolleyball spielen. Stimmen Sie dem zu? Haben Sie schon ein bisschen was für den Sport auch getan? Sehen Sie sich schon auch als bisschen der Wegbereiter des Beachvolleyballs? Kein Mensch, glaube ich nicht, aber man muss sich überlegen, seitdem wir das Turnier machen, das ist unmittelbar schon seit 24 Jahren, wurden in Österreich 1300 Beachvolleyballplätze gebaut. Und wenn man sich überlegt, dass ein Platz ungefähr 34.000 bis 40.000 Euro kostet, dann sieht man mal, was da investiert worden ist. Und wenn ich mir eine andere Sache, die ich immer gerne erzähle, ist der Xandi Huber, das ist ein österreichischer Spieler, der ist als 6-Jähriger bei uns in Klagenfurt gestanden und hat die Bälle zurückgeschupft. Ja. Und dann, 15 Jahre später, ist er bei den Olympischen Spielen am Start als Profi und das zweimal. Das heißt, da merkst du schon, was ein Turnier bewegen kann. Und der Peter Kleimann, der aktuell jetzt da sich drum um die ganz Jungen kümmert, da wurzeln 100 Kinder herum, Jugendliche herum und haben den ersten Kontakt mit dem Beachvolleyball. Und ich glaube, das ist schon sicher entscheidend. Ja. Also es kann durchaus sein, mit der zunehmenden Klimaerwärmung, dass wir vom Skifahren auf einmal zur Beachvolleyball-Nation werden. Könnten Sie sich das vorstellen? Ob der Hirscher noch bei der Wifi Inter einen Kurs machen wird, dass er da in eine andere Sportart seine Zeit investiert, glaube ich nicht. Aber ich glaube, das Beachvolleyball wird immer beliebter. Es wird immer professioneller. Es gibt auch im Österreichischen Volleyballverband immer mehr
Coaches und Trainer und im ganzen Bereich Physio, also alles, was medizinische Betreuung ist, werden sogar Arbeiten geschrieben. Unsere Freunde in Kärnten, die Humano Meds, haben Arbeiten veröffentlicht über Verletzungen im Beachvolleyball, die Schultermuskulatur und all diese Dinge. Also es hat sich gewaltig was geändert die letzten 10 Jahre. Was sich nicht geändert hat, ist die Party. Die ist immer noch so cool wie am Wörthersee. Und da gibt sich eigentlich die ganze VIP-Szene von Österreich. Stell dich ein, es gibt niemanden, der nicht bei Ihnen dabei sein will. Wie lang ist die Anfragenliste, um auf die VIP-Liste zu kommen? Da muss ja tausende Anfragen geben. Ja, wir verkaufen VIP-Tickets, die sind relativ rasch weg. Und dann, klar, dann kriegt man, ich habe Leute, die ich sehr schätze, die mir auch viel geholfen haben, die freuen mich, wenn sie kommen und die mich einladen. Da gibt es natürlich auch welche, die sich immer halt einmal im Jahr melden. Das ist dann so 3 Wochen vor dem ominösen 1. Augustwochenende mit irgendeinem Grund, ob das ist, jetzt sollte man es wieder mal zusammensetzen oder was auch immer. Die gibt es auch, ja. Aber trotzdem würde ich sagen, 80% derer, die uns dort besuchen, bin ich extrem glücklich, dass sie Zeit finden, dorthin zu kommen. Und das wertschätze ich sehr. Da ist ja unter anderem zum Beispiel auch immer wieder der Herr Strache dabei. Ich glaube, das ist einer von den größten Liebhabern Ihres Beachvolleyball-Turniers. Gibt es vielleicht die eine oder andere lustige Anekdote, die Sie auspacken können, wenn die VIPs feiern, was da alles so passiert? Naja, also er war in Kärnten sehr viel. Ich glaube, vorher war er gar nicht in Wien. Naja, mit den VIPs ist, wir haben in Kern zum Beispiel haben wir so ein karitatives Stand-Up-Paddleboard-Rennen gemacht. Das war schon witzig, weil wenn sie sich dann in der Badehose präsentieren oder wir uns alle in der Badehose präsentieren und daneben die... Also Sie meinen deswegen der Figur in der Badehose, was witzig, oder? Es schaut anders aus. Es war immer ein Beachvolleyballer, der das Team unterstützt hat und dann eben die Promis. Also man hat, glaube ich, nicht lange gebraucht, um zu erkennen, wer der Beachvolleyballer ist. Aber sie hauen sich eine und sie machen bei allen mit und sie haben eine Riesenfreude und das ist ja das Schöne. Und wir haben auch irrsinnig viele Wirtschaftstreibende. Ich glaube, ich habe vorhin gesagt, 54 CEOs dort gehabt. Und das ist es auch, was eine Veranstaltung ausmacht, dass du gehst hin und machst Geschäfte. Und wenn du da keine Geschäfte machst, dann machst du einfach Termine aus. Mhm. Und du machst dann in einer Stunde 6, 7 Termine aus, wo du sonst telefonierst, wie ein Wilder, der Assistentin telefoniert, bis es soweit ist. Und so come together in Kombination mit dieser Gänsehautstimmung, mit dieser Energie in dem Stadion, das ist der schöne Beachvolleyball. Gretchen, Frage, welche Gäste sind Ihnen jetzt da eigentlich die lieberen? Die, was die Termine ausmachen, die Haute-Volée, die VIPs? Oder sagen Sie, wenn das Stadion voll ist und wenn die Stimmung da richtig abgeht, wie ein Hexenkessel, dann sind Sie am glücklichsten? Wenn ich drinnen stehe und ich kriege schon, wenn ich dran denke, so wie jetzt Gänsehaut, wenn diese Energie ist, unfassbar. Also, wie mir vorhin gesagt, das Pech gehabt, dass man so ein richtig, wie so ein Atompilz, ein Wasserfall vom Himmel am Stadion gehabt hat, das hat lustigerweise von der Austrian Airlines, ein Pilot im Landeanflug auf Wien fotografiert, das glaubst du nicht, wie das ausgeschaut hat. Und wir waren genau drunter. Und unser Wetterdienst hat gesagt, in 10 Minuten kann ein bisschen Regen kommen. Aber die Leute sind nicht gegangen. Die Leute haben halt, sie ändern dann die Lieder, dann kommt der Raindrops Keep Falling on My Head oder It's Raining Man, es wirklich heftig wird. Und wenn du siehst, was die für Freude haben, dass sie da sein dürfen, dass sie das Team unterstützen dürfen, es gibt nichts Schöneres. Da bist du so stolz und demütig, dass du so einen coolen Job hast, dass du das machen kannst. Und auf den bin ich mächtig stolz, auf unsere Fans. Sie machen das schon jahrzehntelang. Hätten Sie jemals gedacht, dass das so ein fulminanter Erfolg wird, dass es eines der legendärsten Events in Österreich wird? Und vor allen Dingen so lange hält? Wie ich angefangen habe, damals war der Niki Lauda mein Titelsponsor. Und bei der Pressekonferenz hat er noch gedacht, es wird im Wasser gespielt als Titelsponsor. Und weil er mir so wirre Sachen gefragt hat, mit dem der Bürgermeister schon gesprochen hat, habe ich dann gebeten, dass wir die Pressekonferenz unterbrechen und kurz rausgehen können. Und da hat er gesagt, du, wie ist denn das, wenn es regnet, die sehen ja nichts durch die Wassergischt, wo das Wasser wieder in die Gesichter der Spieler zurückspritzt. Sag ich, Niki, ich kann mir überhaupt nicht mehr aus, wovon du sprichst. Ja. Und dann haben wir das geklärt, dass es am Sand gespielt wird. Und da habe ich am ersten Turnier habe ich 27 Gäste gehabt auf der Tribüne, war vorbereitet für Tausende, habe Würsteln gehabt für Tausende, Bier gehabt für Tausende, aber es kam keiner. Es waren 27, davon hat 18 Freunde der Familie und Verwandte. Die anderen 9 habe ich nicht gekannt, wenn ich ehrlich bin. Und dann mittels der Möglichkeit im Strandbad, das direkt daneben war in Klagenfurt, die Lautsprecheranlage zu verwenden und Freibier auszurufen, sind die Leute wirklich gekommen. Aber sie haben mir nicht wirklich vertraut und haben sich zuerst die Bierkisten gesichert, haben sie dann bei mir auf die Tribüne gesetzt und dann, wenn ich vergessen, kam das erste ORF-Auto um die Kurven. Ich war natürlich sehr aufgeregt, der ORF kommt, ja, und der Don Hönigmann damals hat mit einem Mobilkamerateam für den Sport so eine Kurzgeschichte gedreht und das hat natürlich fürchterlich ausgeschaut. Also die neue Sportart und jeder auf der Tribüne hat eine Kiste Bier vor sich. Also das hat wirklich zusammengepasst, aber ab dann ging es bergauf.
Warum haben Sie damals nicht aufgehört? Wenn ich die Geschichte heute höre, denke ich mir, ich glaube, ich hätte den Schwanz eingezogen, wäre gerannt, nie wiedergekommen, hätte mich verkrochen. Wo haben Sie den Mut gehabt, dass Sie sagen, und jetzt erst recht? Wie war das für Sie? Ja, das ist genauso, wie Sie sagen, das ärgert einen wahnsinnig. Da man überlegt sich, was habe ich falsch gemacht? Habe ich die Promotion nicht richtig gemacht? Habe ich zu wenig Flugzettel verteilt, was damals halt noch so gang und gäbe war? Und ich habe gewusst, der Sport funktioniert, weil ich war in den Jano bei einem Turnier. Und habe gesehen, wenn man das ein bisschen anders machen wird, was man da für Kraft hat, dann habe ich gesagt, okay, wenn ich schon mit den Austrian Masters, was es damals war, nationales Turnier, keinen Erfolg gehabt, dann probiere ich es mit einem internationalen Turnier. Und dann habe ich beim Weltverband angefragt, ob ich ein internationales Turnier machen darf. Und dann habe ich es gekriegt und dann waren eigentlich im ersten Jahr schon Tausende von Leuten da. Und gute Stimmung. Und ich meine, das Ganze ist auch sehr viel getragen von meinen DJs, von den MCs. Damals hat Tom Bläumer hat das Ganze quasi injiziert, diese Art der Kommunikation, Publikum, Spieler, Interaktion. Und da habe ich gewusst, das ist was Einzigartiges, das hat sonst kein Sport und ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Und es gibt aber jedes Jahr auch immer wieder ein bisschen was Neues, mit dem man die Leute wieder locken muss, oder? Naja, es gibt neue Moves. Aktuell in Hamburg vor 3 Wochen ist es Johnny Depp, der hat die Leute, glaube ich, wirklich wahnsinnig gemacht. Und es war toll zu beobachten. Ich meine, es war die Weltmeisterschaft, es waren über 135.000 Leute bei uns. Am Anfang waren sie eher schon verhalten, die Norddeutschen, aber dann haben sie zugeschaut, was die Österreicher machen und wir haben es ihnen dann über die Videowalls, die ganzen Moves gelernt und die letzten 2 Tage noch mit dem Glück auch, dass die Deutschen bis ins Finale kommen, wie in Österreich 2017, haben die einfach alles gekannt. Ich glaube, von 12.000 Leuten haben 11.998 Vollgas mitgemacht und die haben ein Riesenhetz gehabt. Also das ist schon, und da versuchst du halt immer wieder neue Bewegungen. Angefangen haben alle mit My Block, wo das ganze Stadion halt mitmacht. Jetzt gibt es schon Trommel-Sessions und es gibt unterschiedliche Dinge, die die Leute gern mitmachen und vergessen, was sie für Sorgen, Probleme haben und einfach genießen. Von wem kommen die Moves? Sitzen Sie da zu Hause und überlegen sich dann kalten Wintertagen, was könnte ich machen, damit mir wärmer wird oder wie läuft das? Das machen meine DJs, die gehen dann wirklich ins Tonstudio, die produzieren eigene Trailer. Die ganze Musikzuspielung ist ja alles vorproduziert. Das heißt, das hat immer meistens was zu tun mit der Szene, die gerade am Center Court passiert. Es gibt ja einen Spieler, der heißt Sharif. Und wenn der dann tausendmal einen Aufschlag am Kopf kriegt, dann spielt der DJ sofort ein I Shot the Sheriff von Bob Marley, glaube ich. Und sie interagieren sehr mit dem, was unten passiert. Ja. Und das sind einfach sehr kreative Kerle, die sich halt immer was überlegen und dann immer, also am Ende des Tages hast du immer leichter schmunzeln, wenn du siehst, was da gerade passiert ist. Der Vorwurf, der aber immer wieder kommt, ist, dass es vielen Leuten wirklich nur um die Party geht, dass da getrunken wird, dass da gefeiert wird. Ärgert Sie das ein bisschen, wenn die Leute die Party in den Fokus rutschen und nicht mehr den Sport? Oder sagen Sie, dass ein Vorwurf, der in Wahrheit gar nicht besteht, den können Sie entkräften? Nein, ich glaube, in Kärnten haben wir Party gehabt. Da sind ja die Leute wirklich, haben einen eigenen Campingplatz errichtet und ich habe da Felder angemietet und das war schon ein bisschen so Woodstock, aber es war in Kärnten haben insgesamt 20 Jahre kein einziges Mal irgendein Vorfall, irgendeine Polizei, die einschreiten musste. In Wien ist das komplett anders. In Wien ist das ein Familienereignis. Du siehst sehr viele Kinder, die auf die Schultern von Eltern getragen werden. In Wien habe ich, glaube ich, vorher die letzten 3 Jahre, wenn ich 3 Betrunkene getroffen habe, dann waren es viel und das waren halt junge Leute, die ich aus Kärnten schon gekannt habe, die halt Party machen. Aber es hat beides gepasst, weil die Partygäste, die wir in Kärnten gehabt haben, von ihnen haben das 70% kein einziger Spiel gesehen. Ja. Die sind runtergefahren für die Side-Events, was auch gut ist und wichtig ist und zu dem Gesamterfolg beitragen. Wir sind eine neue Form von Sport-Entertainment. Es hat auch die FAZ, die ja durchaus sehr anerkannte Zeitung geschrieben hat uns ja mehrere Seiten auch in Hamburg gewidmet, mit der Headline zum Beispiel, es glich einer Junggesellenabschiedsparty. Und das ist gut so, schreiben sie, im Gegensatz zu Dennis mit Quiet Please. Ich glaube, das ist eine neue Form des Entertainments. Ja? Aber ich glaube, in Deutschland habe ich überhaupt keinen Betrunkenen gesehen. Also die haben, wenn die auch Bier getrunken haben, da war das schon viel, glaube ich. Aber das ist das Schöne, nicht betrunken, trotzdem Vollgas mitgehen, deine Sorgen vergessen für ein paar Stunden und einfach eine Gaude haben. Und wenn mir das gelingt, der Adressat für sowas zu sein, und wir haben noch eine Nielsen-Studie gehabt, die mir in der Weltverband in Auftrag gegeben hat, 69% haben gesagt von den 1000 Befragten, dass das ihr schönstes Live-Erlebnis war, das sie je in ihrem Leben hatten. Und da kriegst du schon, da bist du stolz drauf. Da denkst du, also wenn du wirklich 69% der Menschen, die dort waren, wie wir bei der WM 57.000 Unique-Besucher gehabt, insgesamt 180, weil sie ja 3-mal gekommen sind und ein bisschen öfter. Wenn du weißt, du bist, hast sowas inszeniert, wo sie das damit das schönste Erlebnis ihres Lebens einer Veranstaltung verbinden, dann weißt du, wofür du arbeitest.
Das haben Sie jetzt schön gesagt. Also, wenn wir schon ein bisschen sentimental sind, Herr Jagerhofer, Sie haben vorhin angesprochen, Niki Lauda, Mann der ersten Stunde an Ihrer Seite, Sie waren auch ganz, ganz eng befreundet. Wie schwierig ist es denn für Sie, weil es wird sicherlich Momente geben, wo Sie an ihn denken müssen, gerade jetzt nach diesem Schicksalsjahr? Naja, es gibt Momente, an ihn ich denke. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht an ihn denke. Und wie ich vorher gesagt habe, gesessen bin beim Wolfgang, haben wir gerade darüber gesprochen, dass der Niki ins Krankenhaus gekommen ist und dass er Grippe hat. Und da hat dann der Wahnsinn begonnen, den er da ein Jahr lang durchgemacht hat, oder fast ein Jahr. Er war sicherlich einer der großen Unterstützer. Er, wenn ich vergessen, wie er mit der 777 runtergeflogen ist, im Tiefflug über den Wörthersee, um die VIP-Gäste mitzunehmen, 1998. Er war einfach ein Mensch, der gerne unterstützt hat und geholfen hat. Und wir werden uns bei ihm bedanken während dem Turnierwochenende. Und es ist, wie es ist. Es ist schwer zu verstehen, zu akzeptieren, aber so ist das Leben. Jetzt habe ich Gänsehaut gekriegt. Sehen Sie, Herr Jagerhofer, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses schöne, offene Interview. Wünsche Ihnen tolle Tage und noch einmal der Aufruf an auch unsere Zuschauer, wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf ein bisschen Sport und noch viel mehr Action, dann unbedingt hinschauen auf die Donauinsel. Freier Eintritt beim Beachvolleyball-Turnier von Hannes Jagerhofer. Und es gibt so viele tolle Side-Acts, so viele tolle Sportler, die Sie sich anschauen sollten. Und Sportlerinnen. Sportlerinnen auch, nicht zu vergessen. Ja. Also viele gute Gründe, um unbedingt dabei zu sein. Beachvolleyball auf der Donauinsel, freier Eintritt. Und bei uns geht es jetzt auch mit freiem Programm weiter auf OE24 TV. Dankeschön. Danke.